Freunde, um den Geist von jemandem zu lesen, müssen Sie drei Methoden kennen. Diese Methoden sind sehr wichtig zu lernen. Wenn Sie diese Methoden lernen, können Sie leicht herausfinden und verstehen, was jemand denkt. Also, lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte von Buddha erzählen, die Ihnen beibringen wird, wie Sie den Geist anderer lesen können. Es war vor langer Zeit in einem kleinen Dorf. In diesem Dorf gab es zwei Brüder. Der ältere Bruder war blind, deshalb blieb er immer zu Hause, und der jüngere Bruder pflegte die Felder zu bestellen. Aufgrund der Anwesenheit zu vieler Tiere auf den Feldern wurde die gesamte Ernte jedoch zerstört. Das bereitete dem jüngeren Bruder viel Ärger. Dann kam er auf eine Idee. Eines Tages dachte er, warum suche ich nicht die Hilfe meines blinden älteren Bruders, um diese Tiere von den Feldern zu vertreiben? Schließlich ist mein älterer Bruder blind. Wenn er im Feld sitzt und das Geräusch von Tieren hört, kann er laut schreien und sie vertreiben. So können unsere Ernten gerettet werden. Nachdem er all das bedacht hatte, baute er eine kleine Hütte auf seinem Feld und setzte seinen blinden Bruder hinein. Er sagte zu ihm, »Bruder, wenn du irgendwelche Tiergeräusche hörst, schrei laut und die Tiere werden von hier weglaufen. Das wird unsere Ernten retten.« Der ältere Bruder stimmte der Idee seines jüngeren Bruders zu und begann im Feld zu sitzen. Immer wenn er das Geräusch von Tieren hörte, begann er sofort laut zu schreien und die Tiere zu vertreiben. Sie praktizierten dies mehrere Tage lang. Eines Tages lief ein Hirsch durch ihr Feld und brach den Zaun, bevor er entkam. Allerdings erreichte auch ein König, der den Hirsch verfolgte, das Feld. Die Aufmerksamkeit des Königs wurde auf den blinden Bruder gelenkt und er fragte, »Hast du hier einen Hirsch gesehen?« Als Antwort sagte der blinde Bruder, »Eure Majestät, ich bin blind, wie kann ich einen Hirsch sehen? Aber ich kann Ihnen so viel sagen, dass das Tier, das aus meinem Feld geflohen ist, Ihre Verfolgung nicht wert ist. Sie verschwenden Ihre Zeit.« Der König war erstaunt über die Worte des blinden Mannes. Er fragte sich, »Wie kann ein blinder Mann das sagen? Wie weiß er, ob der Hirsch, den ich suche, es wert ist, verfolgt zu werden? Wie kann dieser blinde Mann mir das sagen?« Dann sagte der König zu dem blinden Mann, »Lügst du mich nicht an? Einerseits sagst du, du bist blind, und andererseits behauptest du auch, dass das Tier, das von hier geflohen ist, meine Verfolgung nicht wert ist.« Als Antwort sagte der blinde Mann, »O König, das Geschöpf, das Sie für einen Hirsch halten, ist tatsächlich kein Hirsch. Es ist eine Ricke und sie ist schwanger. Soweit ich weiß, hat noch nie ein König eine schwangere Ricke gejagt. Deshalb sage ich Ihnen, dass sie Ihre Verfolgung nicht wert ist. Sie sollten Ihre Zeit nicht damit verschwenden, ihr nachzujagen.« Als der König dies hörte, war er noch mehr erstaunt. Er konnte nicht verstehen, wie der blinde Mann wissen konnte, dass sie eine schwangere Ricke war. Er dachte, wie kann ein blinder Mann das wissen? Wie weiß er, ob der Hirsch, dem ich nachstelle, eine schwangere Ricke ist oder nicht? Dieser blinde Mann sagt es mit solcher Überzeugung und ich muss das überprüfen. Also beschloss der König, die Wahrheit herauszufinden und sagte zu seinem Kommandanten, »Kommandant, ich will dieses Geschöpf lebendig haben, weil ich feststellen muss, ob es tatsächlich eine schwangere Ricke ist. Dieser blinde Mann sagt es mit so viel Überzeugung und ich muss es bestätigen. Geh und finde heraus, ob sie eine schwangere Ricke ist.« Der Kommandant nahm die Befehle des Königs entgegen und ging weiter. Nach einiger Zeit, als er zurückkehrte, sagte er zum König, »O König, der blinde Mann hat absolut recht. Sie ist tatsächlich eine schwangere Ricke.« Als der König dies hörte, war er voller Staunen. Er konnte nicht verstehen, wie der blinde Mann wissen konnte, dass sie eine schwangere Ricke war. Viele Fragen füllten den Kopf des Königs. Schließlich beschloss der König, auf den Grund zu gehen und sagte zum blinden Mann, »Sieh mal, ich mag nicht wissen, ob du wirklich blind bist oder nicht, aber ich bin gekommen, um dich eine Sache zu fragen. Wirst du mir die richtige Antwort auf meine Frage geben?« Als Antwort sagte der blinde Mann, »O König, du kannst mich alles fragen, was du willst, und ich werde dir wahrheitsgemäß antworten.« Der König sagte, »Einerseits behauptest du, blind zu sein, und andererseits hast du mir über das Tier, dem ich nachstellte, Bescheid gegeben. Du sagst, es ist eine schwangere Ricke.
Außerdem scheinst du zu wissen, wann Tiere in deine Felder kommen und gehen. Wie hast du das alles geschätzt? Der blinde Mann erklärte dann: O König, als du jene Ricke verfolgtest, hatten ihre Geschwindigkeit und das Geräusch ihres Laufens mir bereits klar gemacht, dass es sich um einen Hirsch handelte, und der Damm meines Feldes war ziemlich klein. Seine Höhe ist nicht zu hoch. Wenn es sich um einen normalen Hirsch handelte, könnte er leicht diesen Damm überqueren. Aber dieser Hirsch brach den Damm und floh. Und wenn er versucht hätte, über den Damm zu springen, hätte er seine Nachkommen in Gefahr gebracht. Und so habe ich herausgefunden, dass sie schwanger ist. Nachdem der König diese Erklärung gehört hatte, war er von den Fähigkeiten des blinden Mannes erstaunt. Er erkannte, dass der Mann trotz seiner Blindheit über ein einzigartiges Wissen und Können verfügte. Der König beschließt, dies auszunutzen und stellt dem blinden Mann eine weitere Frage. Der König sagt: Du bist ein weiser Mann und du scheinst ein tiefes Verständnis für viele Dinge zu haben. Heute habe ich dich hierher gerufen, um herauszufinden, ob meine Frau mir treu ist oder nicht. Der blinde Mann antwortet: O König, was ist das für eine Frage? Eure Ehe besteht seit vielen Jahren und jetzt möchtet ihr solche Dinge wissen. Warum kommen diese Fragen in deinem Kopf auf? Doch der König besteht darauf und sagt: Du musst diese Frage beantworten. Wenn du mir keine Antwort gibst, werde ich dich mit der Todesstrafe bestrafen. Als der König die Drohung des Königs hört, sagt der blinde Mann: Sehr gut, ich werde deine Frage beantworten, o König. Wenn du die Antwort auf diese Frage wissen möchtest, musst du mir einen Gefallen tun. Der König fragt: Sag mir, was muss ich tun? Die Person antwortet: Dafür musst du deine Frau alleine mit mir in einem Raum lassen. Zuerst wird der König wütend, aber nach einigem Nachdenken stimmt er dem Wunsch der Person zu und befiehlt seinem Kommandanten. Der Kommandant folgt dem Befehl und lässt den blinden Mann und die Königin allein in einem Raum. In diesem Moment sagt der blinde Mann zur Königin: Ich möchte dich berühren. Als die Königin dies hört, wird sie extrem wütend und fängt an, den blinden Mann zu schlagen, manchmal mit den Händen, manchmal mit den Füßen und manchmal mit aller Kraft. Sie schlägt ihn gnadenlos. Danach gelingt es dem blinden Mann irgendwie, mit dem Leben davonzukommen, und er geht zum König. Er sagt zum König: O König, deine Frau ist nicht treu. Als der König das hört, wird er extrem wütend, zieht sein Schwert und geht direkt zu seiner Frau. Er sagt wütend zu ihr: Königin, heute werde ich dir eine Frage stellen und du musst sie wahrheitsgemäß beantworten. Wenn du auch nur ein Wort der Unwahrheit sagst, werde ich dich sofort von deinem Kopf trennen. Dann fragt er sie: Sag mir, bist du treu oder nicht? Darauf antwortet die Königin: O König, du kannst mich genauso gut töten, aber ich bin nicht treu. Der König ist überglücklich, weil alles, was der blinde Mann gesagt hatte, absolut wahr war. Nachdem der König dies gehört hatte, ging er sofort zum blinden Mann und fragte: Wie wusstest du, dass meine Frau nicht treu ist? Der blinde Mann antwortet: O König, du hast mich gebeten, dir die Wahrheit zu sagen, und das habe ich getan. Was meine Kenntnisse betrifft, nun, manchmal reicht eine Berührung aus, um die Wahrheit zu enthüllen. Es ist ganz einfach. Ich habe deiner Frau gesagt, dass ich sie berühren möchte, und sie wurde so wütend, dass sie mich zu schlagen begann. Wie kann eine treue Frau einen anderen Mann berühren? Als ich ihr sagte, dass ich sie berühren wollte, hätte sie ablehnen können, aber stattdessen fing sie an, mich zu schlagen, und dabei berührte sie meinen ganzen Körper. Jetzt sag mir, fährt er fort, wie kann eine solche Frau treu sein? Der König sagt: Du bist sehr weise. Gut, dann lasst uns fortfahren. Er fügt hinzu: Beantworte noch eine weitere Frage richtig, und ich werde dich von hier gehen lassen. Der König fragt dann: Sag mir, ob ich wirklich der Sohn meines Vaters bin oder jemand anderer. Darauf antwortet der blinde Mann: O König, was hast du damit zu tun? Egal, wer deine Eltern sind, du bist der König dieses Staates, also lass diese Frage los. Aber der König besteht darauf: Nein, nein, ich möchte die genaue Antwort auf diese Frage. Andernfalls wird mich diese Frage immer quälen. Also möchte ich die richtige Antwort wissen. Wenn du die richtige Antwort gibst, werde ich dich nicht daran hindern zu gehen. Der blinde Mann antwortet:
O König, ich muss deine Mutter nicht für dieses besuchen. Ich kann dir jetzt sagen, wer dein Kind ist. Aber bevor das passiert, möchte ich, dass du mir versprichst, dass du nicht wütend auf mich wirst. Der König sagt, ich verspreche, ich werde nicht wütend auf dich. Dann sagt der blinde Mann zum König, du bist wirklich der Sohn deines Vaters, aber du stehst auch im Schatten eines geizigen Händlers. Als der König das hört, wird er sehr erfreut und eilt zu seiner Mutter. Er fragt sie, Mutter, bitte sag mir die Wahrheit. Bin ich wirklich der Sohn meines Vaters oder jemand anderer? Wenn du mir die Wahrheit nicht sagst, werde ich hier mein Leben aufgeben. Sag mir, was ist die Wahrheit? Darauf antwortet die Mutter des Königs, Sohn, du bist wirklich das Kind deines Vaters, aber du stehst auch im Schatten eines geizigen Händlers. Als ich mich nach dem Baden im Spiegel betrachtete, sah ich den Schatten eines geizigen Händlers auf dir. Nachdem der König das gehört hat, ist er entzückt und kehrt sofort zum blinden Mann zurück. Er fragt, wie wusstest du, dass der Schatten eines geizigen Händlers auf mir liegt? Der blinde Mann antwortet, O König, du stellst mir viele Fragen und ich habe dir auf alle richtige Antworten gegeben. Wenn du ein anderer König wärst, hätte ich jetzt viele Belohnungen erhalten, aber du hast mir bisher keinen einzigen Penny gegeben. Aus diesem Grund habe ich geschätzt, dass du sehr geizig bist. Als der König das hört, bricht er in Gelächter aus und sagt, was auch immer du verlangst, ich werde es dir auf jeden Fall geben. Aber sag mir, wie weißt du, was richtig und was falsch ist? Wie kannst du so genaue und präzise Antworten geben? Der blinde Mann sagt, O König, ich bin von Natur aus blind. Wenn ich Augen hätte, könnte ich leicht die Gedanken eines jeden verstehen. Der Verstand hat seine eigene Sprache und diese Sprache kann in den Handlungen des Körpers einer Person gesehen werden, indem man die Augen, Lippen, die Art und Weise, wie sie arbeiten und ihre Aktivitäten beobachtet, kann man verstehen, was in ihrem Verstand vorgeht. Basierend darauf können wir die Gedanken eines jeden kennen. Aber ich bin blind, also nehme ich durch Handlungen wahr. Wenn ich etwas wissen möchte, muss ich einer anderen Person eine Aufgabe zuweisen, um zu sehen, wie diese Person arbeitet, wie sie die Aufgabe erledigt. Und basierend darauf kann ich verstehen, was in ihrem Verstand vorgeht. Als der König das hört, fragt er, bedeutet das, dass ich auch die Gedanken eines anderen kennen kann? Darauf antwortet der blinde Mann, natürlich kannst du auch die Gedanken eines jeden verstehen, aber dafür musst du an dir arbeiten. Und diese Arbeit besteht darin, deinen Verstand zu beruhigen, deinen Verstand in die Gegenwart zu bringen. Dafür werde ich dir heute drei Wege zeigen. Und diese drei Wege sind sehr einfach und simpel. Aber, o König, bevor das passiert, musst du eine Sache tun. Konzentriere deinen Verstand. Wenn wir unseren Verstand konzentrieren, ihn in die Gegenwart bringen, können wir die Gedanken anderer verstehen, weil diese Person immer noch in der Gegenwart denkt. Und wir müssen auch unseren Verstand in die Gegenwart bringen. Nur dann können wir ihre Gedanken verstehen. Wenn wir über vergangene Ereignisse nachdenken, wie werden wir dann wissen, was die nächste Person in der Gegenwart denkt? Weil wir in vergangenen Ereignissen vertieft sind. Also, um die Gedanken einer jeden zu kennen, müssen wir zuerst unseren Verstand konzentrieren und in die Gegenwart bringen. Nachdem das geschehen ist, sagt die Person zum König, O König, ich werde dir definitiv die drei Methoden nennen, durch die du leicht die Gedanken eines jeden verstehen kannst. Dann sagt der Blinde zum König, O König, die erste Methode besteht darin, auf die Augen zu achten. Das Wichtigste beim Sprechen mit jemandem ist, ihm in die Augen zu sehen, denn die Augen sprechen nicht, aber sie sagen viel aus. Wenn wir lernen, die Signale in den Augen einer Person zu verstehen, können wir herausfinden, was in ihrem Kopf vorgeht, worüber sie nachdenken und was sie vorhaben. Ich habe selbst keine Augen, aber ich habe diese Fähigkeit vor vielen Jahren von dem verehrten Gautama Buddha gelernt. Er war mein Lehrer und Führer. Damals hatte ich noch Augen und ich konnte die Gedanken der Menschen allein durch ihre Augen verstehen.
Wenn du also auch die Gedanken anderer verstehen möchtest, solltest du dich auf ihre Augen konzentrieren, wie ihren Blick, wohin sie schauen und in welche Richtung. Wenn ihre Augen beim Gespräch hierhin und dorthin wandern, bedeutet das, dass sie nach einem Weg suchen, um dem Gespräch zu entkommen. Und jemand könnte lügen. Wenn die Person direkten Augenkontakt vermeidet, bedeutet das, dass sie befürchten, dass ihre Lüge entlarvt wird und die Wahrheit ans Licht kommt. Aber wenn ihre Augen dich ohne Bewegung ansehen, sind sie wahrscheinlich ehrlich und interessiert. Sie möchten mit dir sprechen und ihre Gedanken teilen. Beachte auch, wie sich ihre Augenbrauen bewegen. Wenn ihre Augenbrauen nach unten gehen, während sie wegschauen, könnten sie hart nachdenken oder sich über etwas anderes Sorgen machen. Wenn ihre Augenbrauen nach oben gehen und ihre Augen groß werden, könnten sie überrascht oder neugierig sein über das, was du sagst. Beachte auch, wie groß oder klein ihre Pupillen sind. Die Pupillen sind der schwarze Teil des Auges. Wenn die Pupillen größer werden, bedeutet das, dass sie dich oder das, was du sagst, mögen. Sie sind aufgeregt oder glücklich. Wenn die Pupillen kleiner werden, bedeutet das, dass sie dich oder das, was du sagst, nicht mögen. Sie fühlen sich unwohl oder sind wütend. Beachte auch, wie rot oder weiß ihre Augen sind. Der weiße Teil des Auges wird Sklera genannt. Wenn die Sklera rot ist, bedeutet das, dass sie müde, gestresst oder krank sind. Sie möchten vielleicht nicht mit dir sprechen. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich einen müden Reisenden traf. Als wir sprachen, schauten seine Augen viel herum, nie mich ansehend. Das zeigte, dass er besorgt war und schnell weg wollte. Ich dachte, er könnte etwas verbergen. Er wollte nicht mit mir sprechen. Also stellte ich ihm mehr Fragen. Ich fand heraus, dass er einen geheimen Plan hatte. Ebenso gibt es andere Gesichtsausdrücke, die uns helfen können, die Gedanken einer Person leicht zu verstehen. Manchmal zeigt eine Person verschiedene Verhaltensweisen durch ihr Gesicht. Wenn du auf die Gesichtsausdrücke einer Person achtest, kannst du leicht erkennen, ob die Person enttäuscht ist, sehr traurig ist oder extrem glücklich ist. Du kannst auch herausfinden, was sie innerlich fühlen. Und all diese Dinge können durch ihre Gesichtsausdrücke bestimmt werden. O König, das Gesicht ist wie ein Bild, das zeigt, was die Menschen innerlich fühlen, auch wenn sie nichts sagen. Wenn du die Menschen besser verstehen möchtest, musst du auf diese stillen Zeichen achten. Wenn du jemanden siehst, dessen Mund an den Seiten nach unten geht und ein kleines trauriges Gesicht macht, bedeutet das in der Regel, dass sie unglücklich sind, nicht zufrieden sind oder etwas verloren haben. Du kannst auch an ihren Augen und ihrem Körper erkennen, ob sie niedergeschlagen sind. Auf der anderen Seite ist ein großes und echtes Lächeln, eines, das die Augen und die Wangen nach oben zieht, ein Zeichen von Glück, Freundlichkeit und Güte. Die Augen sind dabei sehr wichtig. Wenn sie klein und glänzend werden, kannst du sicher sein, dass das Lächeln echt ist. Schau dir den Raum zwischen den Augenbrauen einer Person an, wo die Haut runzelt. Wenn es tiefer und straffer wird, bedeutet das oft, dass sie verwirrt sind, hart nachdenken oder versuchen, etwas Schwieriges oder Neues zu verstehen. Die Art, wie der Mund ist, kann dir viel sagen. Ein geschlossener und gepresster Mund kann bedeuten, dass sie nicht zustimmen, etwas nicht mögen oder nicht sprechen möchten. Aber ein offener und entspannter Mund bedeutet, dass sie offen, entspannt und bereit sind zu sprechen. Wenn du besser darin wirst, diese Zeichen im Gesicht zu sehen und zu verstehen, wirst du wissen, was die Menschen denken und fühlen, egal ob sie ihre Gefühle laut aussprechen oder schweigen. Ihre Gesichter werden dir zeigen, was in ihrem Herzen ist. Also, ob eine Person mit ihren Worten spricht oder nicht, du kannst alles von ihrem Gesicht verstehen. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Einmal traf ich eine traurige Person, die zu mir um Hilfe kam, aber sie tat so, als ob es ihr egal wäre. Aber ich sah eine kleine Linie auf ihrer Stirn. Es zeigte, dass sie ein Problem hatte. Ich bat sie, mir ihr Problem zu erzählen, und das tat sie. Danach fühlte sie sich besser, und ich half ihr.
Ein echtes Lächeln macht auch die Augen glücklich. Es bedeutet, dass sie froh und nett sind. Eine Stirnrunzeln lässt die Augenbrauen nach unten gehen. Es bedeutet, dass sie besorgt oder verwirrt sind. Die Augenbrauen gehen hoch, wenn sie überrascht oder neugierig sind. Du kannst erkennen, wie sie sich fühlen, wenn du auf ihr Gesicht schaust. Weiterhin erzählt die Person dem König von der dritten Methode und sagt: O König, es gibt auch eine dritte Sprache, und das ist die Sprache der Gesten und der Körpersprache. Um die Gedanken einer Person zu verstehen, müssen wir Handgesten und Körpersprache verstehen. Wenn eine Person spricht, hast du vielleicht bemerkt, dass sie ihre Hände ständig bewegt und Gesten macht. Neben Worten spielt ihre Körpersprache eine wichtige Rolle dabei, was eine Person denkt. O König, der Körper und die Hände können viele Dinge ohne Worte sagen. Es ist wie eine geheime Art zu sprechen, bei der du sehen kannst, was die Menschen wollen und fühlen, durch die kleinen Dinge, die sie tun. Denke darüber nach, wenn jemand schnell mit den Fingern tippt, während er mit dir spricht. Wenn die Finger schnell auf etwas klopfen, kann das bedeuten, dass sie gelangweilt sind, es eilig haben oder das Gespräch bald beenden wollen. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich eine Person traf, die mir etwas verkaufen wollte und er dieses Zeichen machte. Ich wusste, dass er nervös war, also ließ ich ihn mir einen besseren Preis geben und er war überrascht. Wenn jemand die Arme verschränkt, mögen sie dich oder das, was du sagst, vielleicht nicht. Sie verbergen ihre Gedanken vor dir. Diese Art, ihre Arme zu halten, ist wie eine Mauer, die ihre Gedanken und Gefühle vor anderen schützt. Wenn du dieses Zeichen siehst, kannst du nett und vorsichtig sein, wenn du mit ihnen sprichst und sie sich mehr entspannt und offen fühlen lassen. Wenn jemand sich nach vorne lehnt, könnte er an dir oder an dem interessiert sein, was du sagst. Sie hören dir aufmerksam zu. Das bedeutet, dass sie interessiert sind und mehr hören möchten. Diese Art, ihren Körper zu bewegen, zeigt, dass sie zuhören, lernen und verstehen wollen, was du sagst. Einmal traf ich einen klugen Lehrer, der das tat. Er war sehr ruhig, aber er lehnte sich mit Interesse vor, um zu zeigen, dass er mehr über das Thema erfahren wollte. Manchmal können Menschen, die sich beim Sprechen oft ins Gesicht fassen, dir helfen, herauszufinden, was sie denken. Es bedeutet oft, dass sie besorgt sind, hart nachdenken oder eine große Idee haben. Diese kleinen Berührungen zeigen dir, was in ihrem Kopf und Herzen vorgeht, um gut darin zu sein, andere durch ihren Körper und ihre Hände zu verstehen, musst du geduldig sein, genau beobachten und die Dinge schätzen, die sie nicht sagen. Diese kleinen, aber wichtigen Zeichen, wie ein stilles Buch, zeigen dir die Gefühle und Gedanken, die in ihnen verborgen sind, und lassen dich besser mit ihnen in Verbindung treten. Wenn wir auf diese drei Methoden achten und sie richtig verstehen, können wir schnell herausfinden, was in einem Menschen vorgeht, wie viel Aufmerksamkeit sie unseren Worten schenken und was in ihrem Kopf passiert. Bevor das jedoch geschieht, musst du deine eigenen Gedanken fokussieren, beruhigen und in die Gegenwart bringen. Nur dann kannst du auf all diese Handlungen achten, sie verstehen und erkennen, was in den Gedanken der Person vorgeht. Andernfalls, wenn du mit vergangenen Ereignissen oder zukünftigen Plänen beschäftigt bist, wirst du niemals auf die Körpersprache der Person achten und nie verstehen, was in ihren Gedanken vorgeht, worüber sie nachdenken. Du hast vielleicht viele große, heilige und erleuchtete Wesen gesehen, die dich mit großer Ruhe anschauen und dir sagen können, was in deinem Kopf vorgeht, was du von ihnen lernen sollst. Und der größte Grund dafür ist, dass sie dich lesen können, dich verstehen, weil ihr Geist fokussiert, friedlich ist, und deshalb können sie deine Gedanken leicht verstehen. Ich hoffe, dir hat die Geschichte bisher gefallen und du hast etwas Neues daraus gelernt. Wenn ja, zeige bitte deine Unterstützung, indem du diesen Kanal abonnierst. Das wird mich motivieren, mehr interessante und informative Geschichten für dich zu erstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie dran für das nächste Video mit einer neuen Geschichte.